Vielleicht kennen Sie die Situation, Sie haben eine Rechnung nicht bezahlt und plötzlich flattert Ihnen eine Mahnung ins Haus mit relativ deftigen Mahngebühren und Sie fragen sich, ist das überhaupt rechtens? Meine Antwort lautet grundsätzlich ja. Allerdings dürfen die Unternehmen nur die Kosten geltend machen, die auch tatsächlich angefallen sind. Und dazu zählen zum Beispiel Druck-, Portokosten oder auch Papierkosten. Nicht jedoch Personal- und Verwaltungskosten. Diverse Gerichtsurteile gehen davon aus, dass man pro Mahnung, auch noch abhängig davon, ob es jetzt die erste ist, die zweite oder dritte, ungefähr zwischen 2,50 € und 10 € als verhältnismäßig ansehen kann.